Hallo zusammen, ich möchte heute Abend kochen. Und zwar gibt es heute bei mir Spaghetti auf griechische Art. Und das ganze Rezept ist für zwei Personen und dafür brauche ich 250 Gramm Spaghetti, eine kleine Aubergine, ein Glas rotes Pesto, man kann auch grünes Pesto nehmen. Dann habe ich 200 Gramm Cocktailtomaten, die habe ich schon einmal halbiert. Dann 100 Gramm cremigen Feta. Dann hatte ich noch kleine Würfel von so eingelegten Feta, das kommt oben drauf. Dann so etwa 60 Gramm schwarze Oliven, die sind auch schon halbiert. Und dann brauche ich noch ein bisschen Schwarzkümmel, man kann auch Sesam nehmen. Und ein bisschen Mehl. Salz und Pfeffer noch zum Würzen. So, als erstes werde ich jetzt mal die Aubergine klein schneiden. Und zwar werde ich die ein bisschen abschälen. Man könnte auch die Schale dran lassen, aber für dieses Rezept mache ich es jetzt einmal so. So ein bisschen Schale noch dran bleibt, das ist überhaupt nicht schlimm. Es gibt auch noch ein bisschen Farbe. So, ich lege das jetzt mal zur Seite. Die Auberginen werden gewürfelt und werden dann erst einmal eingesalzen, so etwa 5 Minuten. Und danach das Salz entzieht der Aubergine dann die Flüssigkeit. Nach den 5 Minuten werde ich die Aubergine dann mit einem Küchentuch abtupfen. Und dann wird sie in Öl angebraten. So, jetzt ist sie gewürfelt und jetzt werde ich das Ganze noch eben einsalzen. Und dann bleibt das Ganze 5 Minuten stehen. In der Zwischenzeit mische ich jetzt den zerbröckelten Feta. Mit den Oliven. Und dem Pesto. Jetzt geht das Glas nicht auf. Das ganze Glas brauche ich bestimmt nicht. So ungefähr die Hälfte, würde ich sagen. Das kann man am besten in so einer großen Schüssel machen, das so ein bisschen vermengen. Sich schon mal zu so einer homogenen Masse. So, genau, das wäre auch schon vorbereitet. Die Aubergine hat jetzt 5 Minuten in dem Salz gestanden. Ich habe sie eben ein bisschen abgetupft und damit die jetzt im heißen Fett ein bisschen Farbe nimmt, mache ich da ein bisschen Mehl drüber, die so ganz leicht überzogen ist. Eigentlich könnte man es fast besser mit einem Siebchen machen, aber ich mache das jetzt mal einfach so. Und dann wird sie jetzt portionsweise angebraten. Die Auberginenwürfel habe ich jetzt in heißem Fett etwa 5 Minuten gebraten und nur mit Pfeffer gewürzt.
So, die Cocktailtomaten sind jetzt in der Pfanne. Die müssen etwa 2 bis 3 Minuten dort verbringen. Und dann kommt die Aubergine wieder dazu. Wenn die dann so ein bisschen heiß geworden ist, kommt das Gemisch aus Pesto, Feta-Käse und Oliven dazu. Die Tomaten waren jetzt gut 2 Minuten in der Pfanne. Ich habe eben noch ein bisschen Zucker drüber gestreut. Das ist immer ganz schön, wenn die so ein bisschen karamellisieren. Man sieht das hier unten in der Pfanne, dass der Zucker so ein bisschen braun wird. Jetzt kommen die Auberginen dazu. Gibt da jetzt noch mal ein bisschen Gas, damit das schön schnell heiß wird. Natürlich nicht so viel, dass der Zucker dann anbrennt. Genau. In der Zwischenzeit kommt jetzt schon mal die Masse hier mit Feta und Pesto dazu. Dann so ein bisschen, ist so ein bisschen noch so ein bisschen dick, aber damit es dann anfängt. Und zwar kann man ein kleines bisschen von dem Nudelwasser dazu nehmen. Wenn ich die Nudeln gleich abgieße, behalte ich immer so ein bisschen was übrig, um das dann um die Soße ein bisschen zu verlängern. Das ist eigentlich ganz schön. So, die Soße ist jetzt schon mal fertig. Und ich werde sie jetzt gleich noch abschmecken und die Nudeln sind auch fertig. Wenn ich es gleich angerichtet habe, werde ich noch mal ein kurzes Video machen. Ich hatte schon eine große Schüssel angewärmt und da sind jetzt die Nudeln drin. Jetzt werde ich das aus der Pfanne hier zugeben. Kann man das einmal noch so durchmischen. Das sieht schon sehr lecker aus. Und dann gebe ich noch ein bisschen Schwarzkümmel drauf. Und noch den von mir gewürfelten Feta, beziehungsweise es waren ja fertige Stückchen, die habe ich noch ein bisschen kleiner geschnitten. Und dann ist es fertig. Und zwar Spaghetti nach griechischer Art.